Auch heute ist der deutsche Aktienmarkt erstmal mit Schwung in den Handelstag gestartet. Der deutsche Aktienindex kletterte dadurch im Hoch bis auf 12.041 Zähler. Dann setzten aber schon wieder Gewinnmitnahmen ein, die das deutsche Börsenbarometer dann doch etwas deutlicher nach unten drückten. Jetzt sogar ins Minus, nämlich mit 0,3% oder 33 Zähler auf 11.905 Punkte. Ja, das Thema Griechenland beschäftigt uns weiter. Diese Krise schwelt und schwelt. Yannis Varoufakis, der Finanzminister der Hellenen, sei allerdings zuversichtlich, wie es hieß, mit den internationalen Geldgebern noch in den kommenden Tagen eine Lösung im Schuldenstreit finden zu können. Verschiedene Überlegungen werden da diskutiert. Eine offizielle Meldung darüber gibt es zur Stunde noch nicht. Aber dieses Thema ist natürlich nach wie vor doch eine gewisse Belastung für den Aktienmarkt. Hier möchte man endlich Klarheit haben. Die kurzfristig orientierten Derivateanleger hier an der Eubax in Stuttgart sind sich immer noch nicht so richtig einig, in der Mehrheit zumindest, auf welche Richtung sie nun setzen sollen. Allerdings wird trotzdem recht aktiv gehandelt. Es gibt nur die zwei etwa gleichbesetzten Lager der kurzfristig orientierten Bullen und Bären. Stärkste Gewinner im deutschen Aktienindex sind heute die Commerzbank und die Deutsche Bank, vielleicht auch, weil das Thema Griechenland hier zumindest für eine leichte Zuversicht sorgt. Wir haben die Commerzbank mit 1,2% im Plus bei 12,54 Euro und die Deutsche Bank Aktie gerade mit 1,2% im Plus bei 31,40 Euro. Die Puma Aktie kann im SDAX auch recht deutlich zulegen, jetzt um 1,1% auf 191,70 Euro. Ein Sprecher der Puma-Mutter Kering hat sich zum vergleichbaren Umsatz im ersten Quartal geäußert und dieser sei bei Puma um 4,5% auf 825 Millionen Euro geklettert. Im zweiten Quartal rechnet man mit einem ähnlich hohen Wachstum und deswegen ist die Puma-Aktie heute recht gut gefragt.